So, und damit wären wir auch dann wieder hier bei der Extra Stage von Toho 8, womit wir das Spiel auch beenden werden. So, wir können nur Remo und Yukiri auswählen, da ich keinen anderen genommen geschafft habe, auch diese Dings zu bringen. Hierher zu bringen. Ich muss das Mikro eben richten. Das stimmt mich fast gerade nicht. So. Ich brenne mal aus dem Weg. So. So, wir spielen als Yukiri Giacomo und Remo Akurai die Extra Stage. Sollte es dann auch. Das ist doch das Ende vom Spiel, mehr oder weniger. Die Extra Stage ist eine Weiterführung der Geschichte und ich werde wahrscheinlich verkacken, weil die Extra Stage das schwerste Stage gespielt ist. So. Diese Extra Stage handelt davon, dass Kaguya. Oh, what the fuck. Das war fair gerade. Kaguya, die wir besiegt haben vorher, hat uns jetzt einen Vorschlag gemacht und zwar hat sie uns auf Dings geschickt. Eine kleine Aufgabe gestellt und zwar eine Mutprobe, Trial of Guts. Und zwar sollen wir beim nächsten Vollmond in. Ach, was ist das denn gerade? Sollen wir im nächsten Vollmond in den Wald gehen und dort jemand Bestimmtes besiegen, der offenbar Trubel macht. Laut Kaguya. Und wir verkacken jetzt schon gerade. Was ist denn los bei mir gerade? Ist doch so spät, nicht mehr tot sagen. Ja, komm, das verkacken wir gerade. Wir machen das mal neu. Auf jeden Fall sollen wir jemanden bestimmtes besiegen, der hier Unruhe stiftet bei Vollmond. Angeblich. Und deswegen sind wir jetzt hier. Da bewiesen jemanden, der Unruhe stiftet, angeblich besiegen. Ah, komm, das war fey, Mann. So, bin normal nicht so schlecht drin, aber egal. Wie gesagt, spät morgens. Es ist gleich 2 Uhr, wenn ich richtig weiß. Ich kann es gerade nicht sehen. Müsste vielleicht 2 Uhr sein. Ich habe ein paar Tage später jetzt erst aufgenommen, weil ich vorher Probleme hatte mit dem Aufnehmen. Und auch was. Oh, komm, das war Drapel. Ich aber noch was haben will für nächste Woche Freitag. Da ich. Oh Mann, was mache ich hier? Okay, Leute. Letzter Versuch. Jetzt sollte weglaufen. Da ich nächste Woche nicht aufnehmen kann. Erstmal, weil ich jetzt operiert werde morgen. Beziehungsweise nachher. Ist ja schon Montag. Das Operation ist ja nachher schon. Um 12 Uhr. Kommt andere weiße Zahl auch noch raus. So. Ach, oh, nein! Mann, ey, fällt ich gerade. Ich sollte wirklich nicht mehr so spät spielen. Dabei habe ich das teilweise nicht recht gut gemacht. Nachts! Das war gerade ein Reflex, tut mir leid. Das war jetzt einfach nur ein blinder Reflex gerade eben mit dem Dings, mit dem jetzt schießen von der Bombe. So, das sollte jetzt der letzte gewesen sein erstmal. Vielleicht kommt der Mittelboss. Vielleicht vorbeischleichen. Full Power Mode, endlich. Muss hier durchkommen. Ah, lag! Ganze Scheiße. Flecken das gerade so. Ich kenne noch nicht so nichts. Ich mach nichts nebenbei, was diesen Lag produzieren könnte. Ach, leck das, ey. Ist hier eigentlich auszuhalten gerade, ey. Dann guck ich es auch mal schon wieder an, weil ich ein bisschen was gemacht habe heute. So, jetzt muss gleich der Mittelboss kommen. No, das wird immer noch eine Challenge hier. Die denken, kannst du wegkommen. Okay, Mittelboss. So, da haben wir sie. Kane! Wieder mal. Oh, jetzt habe ich den Text nicht gelesen. Im Grunde genommen geht es jetzt kaum. Kane ist gerade sauer, weil wir sie am Vollmond herausfordern. Und wer jetzt auffällt, sollte merken, dass es ihre vorigen Spellcards wieder sind. Im Grunde genommen. Okay, jetzt habe ich gerade richtig Fragen gekriegt. Skelka-Bonus fehlt, ich weiß. Weil ich nicht aufgepasst habe, wie gesagt. Oh, nicht diese Blume, ey. Die nervt richtig. Vor allem jetzt gerade so laggt. Ah, okay, okay, okay. Bombt. Wo es nicht sein müssen. Reincarnation, Returning Bridge. Ah, man lag das, ey. Was ist das denn für ein Lag hier? Okay, das soll jetzt nicht laggen, eigentlich. Leute! Mein PC will mich verarschen. Ich hab vorher nicht einmal gelaggt, ey. Okay, Kane ist besiegt, jetzt kommen wir zu Richtung Boss. Und den Boss werde ich wieso nicht besiegen, denn ich will einmal zum Boss kommen jetzt gleich. Den Boss werde ich gleich failen bei der dritten auf jeden Spellcard und dann beenden wir das Ganze schon hier.
Ich hoffe, dass es lag sein wird. Jetzt geht's wieder. Kane bringt mein PC zum Laggen. Geht auf meinen Cache durch wahrscheinlich ihre Geschichtsfähigkeit, ey. Oh man, scheiße. Ich hab voll lachen links vor sich gemacht. Oh, was leckt denn das so, ey? Kane, was machst du da? Okay, was war das gerade für ein Ding? Ich erinnere mich ja so viel gar nicht, dass es überhaupt da war. So viele Sachen, die ich nicht daran erinnern konnte. So lange nicht mehr gespielt, diese Stage. Aber ich wusste, dass diese vier nämlich nicht da waren. Gab es ein Update oder sowas? Oh man. Okay, da war jetzt wirklich gerade. Oh, Power Mode. Komm, ich will zu hinkommen zum Boss noch. Ihr müsst jetzt durchkommen. Okay. Ups, alle. Mega starke P. Ein Haufen Ballet. Und ich bin tot. Und das One-Up. Das muss man natürlich holen. Es fühlt sich an, wenn die UK heute Nacht stärker als sonst sind. Oder aufgeregter. Das Mondlicht ist besonders stark heute Nacht. Das ist, warum die UK so laut sind. Es ist. Menschen sollten nicht in der Nacht so wie hier wie diese rausgehen. Wer? Ich spreche über dich. Nein, ich meine, wer ein Trottel ist. So gibst du, dass du ein Trottel bist? Tja, ich bin ein Mensch und ich bin hier nun. Das heißt nicht, dass ich ein Trottel bin. Mensch? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht gehört ihr der Wald oder sowas. Also, was tut ihr hier? Was suchst du hier, Trottel? Eine Mutprobe. Und andere kleine Dinge. Was? Eine Mutprobe? Mann, ich glaube, dass Menschen so trottelig wären. In der Nacht werden als Vollmond, 2 Uhr am Morgen, wo in einem Platz, wo all die UK sich wohl rumlaufen. Und all den, unter all den unmöglichen Dingen, trottelige Dinge, eine Mutprobe? Das ist ein fast schon ein Wunder, dass du nicht von UK getötet wurdest. Sei vorsichtig. Oder sie werden euch an euren, die Eingeweihten freuen. Die ist nur am Rumlabern. Komm schon, Remo. Irgendwelche Konterattacken. Naja, das war Kaguyas Idee, nicht meine. Warte mal. Hast du gerade Kaguya gesagt? Habe ich Kaguya gesagt? Ich habe wirklich Kaguya gehört. Ah. Ich wusste, dass diese Mukro etwas seltsam war. Okay, also jemand steckt schon wieder Kaguya. Die will ich schon wieder töten. Sie versucht mich immer zu töten. Und ich sehe diesen verdammten Körper gab. Okay, sie fängt an sich aufzuregen. Du solltest dich. Okay, ja, okay, soll ich auch haben. Also, soll ich denn Kaguyas neue Auftragsmörder töten? Ich glaube weiter nicht. Egal. Da du sie anscheinend vorsiegt hast, müsst ihr schon so kraftvoll wie sie sein. Wie mutig. Ich frage mich, ob ein Mensch wie du nicht von einem Yuka wie ich erschreckt sein sollte. Und ich dachte, es sind nur drei mutige Menschen in dieser Welt. Ich habe ein paar Zweifel daran, an Menschen zu kämpfen. Aber wie kannst du das sagen, wenn du vorher Marissa einfach so besiegt hast? Ich bin mehr als ein normaler Mensch. Ich kann nicht sterben. Ich bin unsterblich. Wie oft auch Kaguya versucht mich zu töten. Es ist unmöglich. Aber sie weiß es. Und trotzdem schickt sie auf das Mörder. Wie nervtötend. Na nun, Remo. Sie fängt an, sich wieder aufzuregen. Ich verstehe es nicht. Wenn sie unbesiegbar ist, muss ich keine Sorgen haben, sie zu töten, oder? Mehr oder weniger. Es sieht so aus, wenn die Unsterblichkeit ihr ganzer Stolz sei. Wenn du euer nicht Bestes versucht, werdet ihr Game Over kriegen. Es gibt kein Zurück mehr. Es ist eine Einwegstraßenkampf. 2 Uhr morgens. Okay, hier ist die Mukro, die ihr wolltet. Reach for the Moon and Wall of Smoke gegen Fujiwara Moku. Ja. Das ist jetzt Mokus Nicht-Spellcard. Also, jeder Boss hat Spellcard und Nicht-Spellcard.
die bereits der folgenden Stages gelernt haben. Und das ist ihre Nicht-Spell-Charakter gewesen. Und das ist die erste. Ikasa Mooncurse. Ja, jetzt wird's lustig. Komm schon, komm schon. Ah, fuck, jetzt hab ich gerade überreagiert. Tut mir leid. Ich hab's fast gehabt und ich hab nur den Knopf gesehen, nicht gedrückt. Nein, besser für mich sterben. So, Moku ist tot. Und jetzt hat sie wieder. Wir haben Moku getötet einfach. Das ist immer. Fujiwara Moku ist der einzige Boss, den man wirklich nach jeder Spellcard tötet. Und wie wir sehen, ist sie wieder da. Denn da Moku, genau wie Kaguya, das Hura-Exil getrunken hat, das Exil der Unsterblichkeit, kann Moku nicht sterben und. Scheiße, das ist wieder überregelt. Kann Moku nicht sterben und jedes Mal, wenn sie stirbt, im Grunde genommen kommt sie wieder in demselben Körper, der sich regeneriert. Okay, ich reagiere übrig über. Ist gar nicht so einfach gegen. Weil. Also, wie ihr sehen könnt, ist es so ein bisschen schwerer als vorher. Denn Moku ist ja immerhin ein Extra-Stage-Boss, welche stärker, noch stärker sind als. Oh, was mache ich hier eigentlich? Ich verschieße den falschen Knopf die ganze Zeit immer. Stärker sind als normale Gegner. Zum Beispiel eben halt Kaguya. Jetzt wird's knapp. Da kommen nächstes Mal kriegen wir noch mit. Und ich. Okay, Action. For Forgiving Shrine. Oh, was ist jetzt nicht. What the fuck? Das macht gerade ich knapp hier. Okay, jetzt haben wir letzte Bombe eingesetzt und fast geschafft gehabt, diese Spellcard. Okay, okay. Bombe! Nein! Nein! Wir sind links reingekommen! Oh nein, wir sind in Moku reingekommen! Okay, Leute. Das war's von mir. Das war die Extra Stage. Mir wäre jetzt auch nicht viel gekommen, wir sind so ein paar Spellcards von Moku gekommen. Das sind nur noch, ich glaube. Die Jahre nach bin ich sowieso gestorben, weil die Nacht bin ich immer am Sterben. Die Welt zu stark für mich ist. Aber wir können mal kurz gucken, welche ich hatte. Extra. Oh mein Gott, wir haben sogar eine weiter geschafft, was nochmal. Ich stelle mal so bei Firebird. Flying Phoenix. Wir haben bis zu Flaw Forgiving Shrine geschafft. Das ist gut zu wissen, also. Ich verkacke nämlich normalerweise immer. Vor allem vorher. So. Das war Toro 8. Wir haben Toro 8 durchspielt. Und ich würde sagen, das ist das Ende dann, ne? Ja. Das war das Ende, würde ich sagen, ja. Wir beenden das Ganze hier jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Toro 8. Und wir sehen uns im nächsten Spiel, wenn Killing Carmel wieder dabei ist, würde ich meinen. Also Alice Madness Returns wird dann wohl weitergehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. So long, sagt Green Sorrow.